hier auf diesem Kanal. Ah, die Sonne scheint, es ist sehr, sehr warm draußen. Ich war heute einkaufen in einem Kleidchen und meinen Keilsandalen. Das hat mich mega krass glücklich gemacht. Und ja, ich wollte euch mal zeigen, was ich so eingekauft habe. Ich war im Aldi, also in einem normalen Discounter und in einem Supermarkt namens Real. Ja, beim Aldi habe ich aus der Schnäppchenecke bzw. Werbeecke, sage ich jetzt mal, das hier gekauft. Natürlich habe, ja, wegen der Farbe. Also es gab irgendwie blau, grün und rosa. Oh, es riecht toll. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal hatte, aber ich meine schon. Also es kommt mir sehr bekannt vor. Oh, es riecht wunderbar und diese Farbe, ja, das macht einfach glücklich. Es sind halt so Kleinigkeiten im Leben, die sehr glücklich machen und genauso wie das hier. Es sind einfach Basic Shirts. Ja, in rosa und pink. Genau das Richtige für mich. Wie schauen die eigentlich aus? Och, die sind eigentlich ganz nett. In pink und rosa Baumwolle kann man immer gebrauchen. Finde ich super. Dann, genau, das habe ich schon in den Tiefkühler gepackt, aber ich zeige das eben mal kurz. Habe ich im Aldi Eis gekauft und zwar einmal hier so ein Low Carb Eis, Cookie Duff, Vanille und das dritte war Salted Caramel. Kein Zucker drin, Zuckerlose, lösliche Maisstärke, sind jetzt nicht die besten, okay, in dem hier ist sogar Rohrzucker drin, sind jetzt nicht die besten Inhaltsstoffe, aber ist okay. Kann man für ab und zu mal. Man kann ja nicht zu allen Dingen Nein sagen. Und, ich muss noch kurz wühlen. Ich habe Low Carb Pizza gekauft. Das habe ich beim Real gekauft. Das kostet 3,99 €. Ist jetzt nicht unbedingt krass Low Carb, ne? Aber es ist schon besser als normale, also die normalen High Carb Pizzen. Und es schmeckt vor allem, ja, ganz gut. Also es, natürlich ist jetzt eine italienische Pizza mit nichts zu vergleichen, ne? Was diese ganzen, ich sage jetzt mal, Ergänzungsprodukte angeht, aber ich finde die gerade ziemlich gut. So, dann habe ich Gurken gekauft, 4 Stück. Ich zeige euch jetzt noch eine. Dann Aubergine und Erdbeeren gab es im Discounter. Ein bisschen Zucchini. Eigentlich kaufe ich ja immer dasselbe. Lachs. Ja, Fleisch. Wie immer, wie jede Woche. Ein bisschen Salat. Dann einmal den Hertha Speck, Käse, Reibekäse, dann so ein paar Snack-Karöttchen, Frischkäse, Speisequark, Champignons, ein paar Champignons, wie immer. Und was ich im, ich glaube, das gab's, also das gibt es eigentlich nur bei Real, meine ich, von Ermann, diese High-Protein-Puddings. Ja, kann man auch mal essen. Also ich meine, das ist ja, ja, kann man essen, muss man nicht so viel von essen, wissen wir ja. Genauso wie den Grieß, aber mein Mann mag den Grieß halt sehr, sehr gerne und auch den Schoko-High-Protein-Grieß und deswegen, ja, habe ich auch das gekauft. Das war's eigentlich, so einkaufstechnisch. Ja, letzte Woche haben wir ein bisschen Füllerei betrieben. Pizza und also ein Kram gegessen. Ja, Germany's Next Topmodel-Finale war und irgendwie Let's Dance-Finale war. Und dann haben wir gedacht, komm, jetzt machen wir nochmal etwas Verbotenes sozusagen. Also was heißt Verbotenes? Jetzt, ja, wir machen es einfach, weil wir irgendwie bewusst Spaß daran hatten und uns einfach gefreut haben und einfach mal so ein bisschen, ja, was anderes machen wollten. Aber it is, wie es ist. Es muss langsam auch jetzt mal ein bisschen auf die High-Sugar-Produkte, auf das Zuckerzeug verzichtet werden, weil, ja, mir tut das nicht gut. Ich will das nie wahrhaben. Ne? Also ich will irgendwie, ich denke mir immer so, ach, wenn man so lange durchgehalten hat, dann kann man sich ja noch ein bisschen lockerer lassen. Das mit dem intuitiven Essen klappt relativ gut. Ich habe ja, glaube ich, im letzten oder vorletzten Video so, schon so ein bisschen erzählt, dass ich ja eine negative Verbindung habe, beziehungsweise etwas, was mich so, ja, einfach quält, so gesehen. Es ist schon viel, viel besser geworden. Es braucht alles Zeit, aber ja, intuitives Essen funktioniert auch nur, wenn man das Richtige isst. Ne? Also es ist schwierig. Ja,
Aber ich übe noch. Also ich übe noch, ja, zu akzeptieren, dass man halt nicht eben so viel, ja, nach diesen, also das sind halt diese falschen Glaubenssätze, ne? Dass man irgendwie meint, man muss definitiv ein, zweimal am Tag essen oder eine bestimmte Kalorienmenge oder bestimmte Nährstoffe, Dinge oder sowas. Das ist irgendwie nicht so. Es ist sehr, sehr schwierig momentan noch auf, ja, das innerste Ich zu hören. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es irgendwann klappen wird. Ganz, ganz bestimmt. Ich brauche halt nur noch ein bisschen mehr Zeit sozusagen. Ja, das ist halt eine spannende Reise, die jetzt hier so vorangeht. Ja, ich habe noch eine neue Erkenntnis gewonnen, und zwar dieses, wir leben in den Tag und, also was heißt wir leben in den Tag, sondern ich brauche dann doch noch ein bisschen mehr Kreuzchenplan. Also ich habe jetzt eine Zeit lang auch keinen Kreuzchenplan gemacht, habe so gedacht, okay, alles so gut und ich mache das nach Lust und Laune. Es ist auch richtig, also ich habe auch wirklich Lust, Sport zu treiben und brauche da jetzt auch nicht irgendwie so Schweinehund-Überwindungsstrategien oder sowas, aber irgendwie fehlt dann doch die Struktur, dass man sich, also irgendwie kann man dann doch nicht einfach so irgendwas erreichen, wenn man sich das nicht vornimmt und das dokumentiert. Das ist leider so. Da kann man, ja, das wird nicht funktionieren. Also ich habe auch so langsam das Gefühl, wenn ich mir das nicht alles irgendwie tracke oder aufschreibe oder bewusst irgendwo, ja, einfach das Ganze richtig bewusst irgendwie mache und dann funktioniert das nicht. Also muss ich wohl oder übel wieder den Kreuzchenplan einführen. So einfach ist das. Aber ja, das sind halt Erkenntnisse, die man auf diesem Weg halt irgendwann machen muss. Und es ist okay, so wie es läuft. Ich bin auf jeden Fall von meiner negativen Beeinflussung jetzt runter. Also mir geht es heute den ersten Tag so richtig gut. Ich bin wieder frei, glücklich und ja, mein Happiness-Modus ist wieder da und das Leben geht jetzt weiter. Ich bin guter Dinge und es wird ja, jetzt wieder, ich werde es wieder in Angriff nehmen, ein bisschen mehr Struktur zu bekommen mit dem Kreuzchenplan. So, ja, das war's. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Also das ist das, was ich halt so für diese Woche eingekauft habe. Heute ist Montag. Ich werde mit Sicherheit Ende der Woche noch ein bisschen einkaufen gehen. Und ansonsten, ja, werden wir irgendwas draus kochen, sozusagen. Ja, ich hoffe, dass euch das Video irgendwie gefallen hat, auch wenn es irgendwie immer dasselbe ist. Das ist einfach so. Aber nun gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns die Tage. Einen wunderschönen Tag, Abend oder wie auch immer, und bleibt mir gesund und bis dahin. Tschüss!